Aber nur so ein bisschen was. Och, Leute. Ding. Ja. So weit, so gut. Jo? Was? Keine Ahnung, was auch Kompass heißt, oder? Ist aber. Ist der Punkt. Wi-Fi-Spot. Ein Hotspot. Unten? Oh, ist das tief. Wie lang soll ich noch klettern? Kate und Sheridan bewundert ihr Werk gern vom Balkon aus. Folge weiter den Reminiszenen von Bad Request. Achtung, Sturzgefahr. Aha. Echt jetzt? Digga. Teufel, wieso dazwischendurch schon mal ruckelt?
Sicherheitsdrohnen. Oh, Gewahr, Drohnen geben Todesschüsse ab. Das ist ja mal, ne. Eine Regelung zur Privatsphäre verbietet Drohnen, durch die Wände zu scannen. So kommen wir auf die andere Seite. Eine Regelung zur Privatsphäre verbietet Drohnen, durch die Wände zu scannen. So kommen wir auf die andere Seite. Bleib dran. Okay, die Wand schützt uns vor den Drohnenscannern. Geh dahinter und halt dich versteckt. So, da sind wir. Ich hoffe, dass alles geklappt hat und ich nicht nur mit mir selbst rede. Gut, ich gehe zur Rotunde und bringe dir diese Reminiszene. Geh schon mal zu Kaoris Büro. Viel Glück. Auf nie vergessen. Okay. Ach, guck an, da unten. Nein. Sieht ja nett aus hier. Zu bibbern, Bürger. Euer Chef ist da. Live und lebensecht. Ich gewähre euch das Privileg, dabei zu sein. Oh, was ein Geschwafel, ey. Staatsfeind Nummer 1 erledige. Ja, Nilin, ich rede mit dir. Oh, die schon wieder. Come on.
So machst du nicht lange was. Anfänger. Ich brauche. Ich hab einen Abend. Tiefschlag. Perfekt. Dein Ziel sollte nun ganz nah sein. Nach welchem Gedächtnis suche ich denn im Kopf dieser Frau? Die Sheridan leitet das Phoenix-Projekt zur Erneuerung von Neo-Paris. Mich interessieren die Geheimnisse des Saint-Michel-Damms. Der Damm vor dem Bezirk? Warum? Sagen wir einfach, ich glaube eben an einen freien Personen- und Güterverkehr. Ah ja. Hört auf zu... Gut, dann gucken wir mal. Wir haben wieder ein Schlüsselchen bekommen. Ehrlich, ich bin dann behalte die Stadt Ding da erstmal. Guck mal noch mal ins Tage. Mal schon. Ah ja, da. Saint-Michel Komfortburg. Als Heimat der Hauptsitze vieler der größten Konzerne in Neo-Paris ist die Saint-Michel Komfortburg ein opulentes Wohnprojekt im Zentrum eines historischen Quartiers, das seinen Bewohnern Luxus, Ruhe und Sicherheit bietet. Meint er wohl, wa? Im Herzen eines Hausmannbezirks, legen, dem sie auch ihren Namen verdankt, ist die Saint-Michel Komfortburg ein gewaltiger Hochsicherheitswohnkomplex, der eine große Zahl der kultiviertesten und wohlhabendsten Bürger von Neo-Paris beherbergt. Angesehensten und berühmtesten Konzerne haben hier ihren Hauptsitz unter anderem Memorize, die Ephraim Hash Labore und Start. Die Zahl der heiligen VIPs erfordert außergewöhnlich hohe Sicherheitsmaßnahmen, die das schon gemerkt haben. Lalalala. Ohne der Komfortburg genießen alle Annehmlichkeiten der Kassen, Kaffee, Modeboutique, Ausstellungs. Aure Sheridan, die berühmte Architektin hinter der Auferstehung des Bezirks, ist ein vielen Impulsgebern der Stadt, die es in die Komfortburg verschlagen hat. Ja, letztendlich hatte ich bei dem Entwurf auch mich selbst im Auge. Naja. Und Lebensheld. Und wo geht's jetzt weiter hier? Das Privileg dabei zu sein, wenn ich für euch den Staatsfeind Nummer 1 erledige. Staatsfeind Nummer 1. Das bin dann wohl ich. Es gibt keinen Ausweg. Du hast Olga betrogen, aber nun hast du es mit Kid Christmas zu tun, Schatzi. Volle Kanne. Wer hat ihm eigentlich erlaubt, mich Schatzi zu nennen? Hört auf zu bibbern, Bürger. Euer Chef ist da. Live und Bahn lang zu latschen? Bringt der Zugang? Ne. Arschloch. Prüfen wir die Maße für Nummer 62. Also, das Bild muss verschwinden.